Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Liedchen. An einem fantastischen Tag und schaut, was ich euch mitgebracht habe von Lego. Die 10327, 1300 Teile, immerhin 8 Figuren, 165 Euro. Dune, ein Ornithopter. Ja, richtig, da ist er. Der kleine Flattermann. Das Ding gucken wir uns doch mal an. Ist im freien Handel verfügbar. Es gab am Anfang natürlich, Lego hat 10 Stück nur hergestellt, war es ein bisschen knapp, dann kam er kräftig rein, wir sind im Preis auch schon unter 100 Euro gefallen, dann waren die mal wieder abverkauft, jetzt geht er wieder ein bisschen hoch und gleich fällt er wieder. Das ist dieses übliche Redit am Anfang von Lego-Preisen. Also, ganz entspannt bleiben, schön warten, unter 100 Euro für Fans läuft es dann. Ja, da kommen wir schon hin, passt, das nur mal eingangs. Ich habe mir jetzt auch günstig gekriegt, dementsprechend zeige ich ihn euch. Wir haben ihn live zusammengebaut und wir haben ihn direkt verbessert. Denn das war dringend nötig. Aber ich habe nur Teile davon umgebaut. Da ist auf jeden Fall noch weiterer Verbesserungsbedarf. Ich empfehle es euch dringend. Es verbessert massiv die Optik. Und schließlich ist das ein reines Vitrinenmodell. Also das Ding muss gut aussehen. Darum geht's. Ein paar Sachen können wir so nicht beheben. Dann muss es dann noch tiefere Eingriffe geben. Alles zu seiner Zeit. Wir gucken erstmal, was hier alles an Abenteuern auf uns warten. Erstmal eine Box ohne jedes Design. Ihr kennt es, es ist glücklicherweise eine sehr kleine Box. Liegt aber auch daran, dass das Modell sehr klein ist. Es ist einfach wenig Zeug und das wird entsprechend verpackt. Aber immerhin ist die Box auch relativ gefüllt. Also ihr kauft nicht nur Luft, das finde ich doch immer sehr schön. Die Abenteuerrückseite, das wollte man sich fürchten müsste. Da. Genau. Hier ist immerhin auch ein Foto der Vorlage. Dazu haben wir, in welche Richtung machen wir das? Ach komm, wir fangen mit der Anleitung an. Wir haben keine Aufkleber dabei. Gibt einen Print, das ist nett. Ansonsten, nix. Ist ja jetzt auch kein Modell, auf dem irgendwie viel los wäre, dass man viel bedrucken müsste, was Lego dann über Aufkleber günstig immer löst. Deswegen sehr schön, aber das, was hier da ist, ist mit dem Print gelöst. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Standardanleitung auch ohne Design. Und wir haben die übliche Begrüßungsseite ganz bunt. Und dann haben wir hier das Bild der Vorlage. Ist natürlich gerade ein Kinofilm, sonst hätte Lego das auch nicht gemacht. Und ich sehe es persönlich eher als Technikset. Ihr baut auch mehr Technik als System. Also es ist eher, glaube ich, ein Technikset. Denn für ein Modell, das jetzt aus der Brickbuild-Ecke kommt, haben sie, finde ich, die Seiten, auch diese Cones, in denen die Flügel stecken und oben die Dachpartien nicht wirklich getroffen. Ist ein Technikmodell. Wenn ich es als Technikmodell sehe, denke ich mir, oh cool, so wie der Mack-Truck, ja, 42078. Das ist ja auch ein Technikmodell, aber da machen sie Plates dran, damit er mehr in die Richtung geht optisch. Und wenn das ein Technikmodell ist mit hier ein paar angebrachten Systemteilen, bin ich ganz happy. Ja, ich sehe das eher so. Dann haben wir das große Thema, was für viele, glaube ich, das Interessante ist. Wir haben Minifiguren dabei aus dem Franchise. Selbstverständlich, die zeige ich euch gleich noch. Und wir haben einen dabei, den kennen wir alle gar nicht. Das ist der Waldi mir. Der Waldi, fehlt bis ich der Schnauzbart noch. Aber dann haben wir den Waldi da. Ne? Ist doch schön. Genau, der große Knecht, zeige ich euch gleich. Waldi. Da kommt auch nur Lego drauf. So, und hier sehen wir nochmal, was ich meine mit der Front. Das ist super schwer auch darzustellen, da bin ich mir ganz sicher. Und das hier oben wurde halt gar nicht versucht. Also das, halt, das klappt in dem Maßstab schon mal gar nicht. Und ich hätte gerne hier diese Cones, die hätte ich gerne gehabt. Und das Teil gibt es auch von Lego. Wir hätten nur gucken müssen mit dem Klappmechanismus, wie das dann funktioniert hätte. Das hätte mitklappen müssen wahrscheinlich. Das finde ich ein bisschen schade. Gucken wir uns aber gleich nochmal an. Und danach war es das, dann geht's los. Das ist die Anleitung. Dazu kommen jetzt hier besagte Figuren. Zu dem Knecht hier drüben, sei gesagt, der ist komplett schwarz ohne alles. Der hat einen recht üppigen Kittel, das ist der Waldi. Der Waldi hat den Kittel. Dann haben wir hier noch einen kleinen Kittel. Klein hier, kleiner Kittel. Und dann haben wir hier noch sein Podest, damit er oben schwebt. Und dann habe ich hier mein Hightech Thomas für Thomas Figuren Präsentations Feature und da könnt ihr gerade mal gucken, was los ist. Es ist tatsächlich nicht viel los. Also die Figuren sind, das da außen, der sieht echt aus wie Anakin eigentlich. Die Figuren sind sehr, sehr simpel. Immerhin, das glitzert so ein bisschen metallisch, silbern, das ist ganz schön. Aber, also scharf finde ich ja,
hier, dass da im Nacken das alternative Gesicht durchguckt. Das, sowas finde ich immer super. Ja. Ich hoffe, für euch ist die Figur dabei, die ihr dringend sehen wolltet. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Hier haben wir wieder das Thema, dass der Fuß sich anscheinend anders verhält, wenn man ihn bedruckt, als der Oberkörper. Ich weiß nicht, ob ich das einfangen kann. Das ist eine unterschiedliche Farbe. Rock unten, ich weiß nicht, ob das wirklich klappt. Das ist ein Hell-Dunkel-Unterschied beim Rock. Ich glaube, das liegt daran, das haben wir auch häufiger mal bei normalen Teilen, dass das halt so ein hohles Element ist und vielleicht mit einer dünneren Wand oder ich weiß es nicht, woran es liegt. Es ist auf jeden Fall ein anderer Goldton. Ist gelber, der Rock. Ist wesentlich gelber. Wurscht. So, eine wichtige Sache, und das habt ihr, Verzeihung, auf der Box gesehen. Meiner sieht so viel besser aus als der von Lego. Woran liegt denn das? Das liegt hier an. Das habe ich nicht eingebaut. Das sind die von außen sichtbaren bunten Teile. Nicht ganz, es sind noch ein paar von außen sichtbare bunte Teile dabei. Aber das sind die schnellen, die ich einfach mal so nebenher tauschen konnte, ohne dass man in Altbestände greifen muss oder spezielle Teile rausholen muss oder so. Das ist alles super leicht zu bekommen. Sie versuchen es hier zu vertuschen vom Winkel her, wie es geht. Und man sieht nur die roten Pin-Aufnahmen und hier vorne den blauen. Aber das ist die glatte Seuche, wenn ihr das seht. Auch in der Anleitung, wenn ihr da blättert und reingeht, was das Ding an Farbe offenbart, während es vor euch steht. Das sieht einfach schlimm aus. Und das ist indiskutabel. Nicht nur in der Preisregion, sondern vor allem für die Zielgruppe. Das sind Erwachsene, die sich das Ding ins Regal stellen. Und das ist komplett unverständlich, für wie dämlich Lego seine Kunden hält. Dass die es nicht gebacken kriegen, einen Pin auseinanderzuhalten. Und es geht vor allem um diese beiden hier. Das ist der Pin in Schwarz, das ist der Pin in Blau. Und Lego glaubt, ihr schafft das nicht. Dass ihr seht, dass das zwei unterschiedliche sind, wenn man dann einen kleinen schwarzen daneben hält. Dann solltet ihr auch nicht die Möglichkeit haben, 165 € auszugeben. So viel Verantwortung würde ich euch nicht überlassen, wenn ihr es nicht schafft, die beiden auseinanderzuhalten. Dann müsst ihr zurückgelassen werden. Ganz sicher. Also, auf jeden Fall, ich habe nicht alles ausgetauscht, ich habe nur 3-4 verschiedene Arten von Teilen schnell geswitcht. Das Thema ist, wir haben ein paar blaue Achspins auch dabei, die gibt es in schwarz seit knapp 20 Jahren von Lego nicht mehr. Ihr könnt natürlich auf alternative Anbieter gehen, ist überhaupt keine Schwierigkeit. Ebenso sind 2-3 Elemente dabei, die zum Beispiel diese kleinen roten Achsen habe ich auch in schwarz. In diesem Set sind sie sowohl in Rot als auch in Schwarz verbaut. Das heißt, in diesem Set existieren die richtigen Elemente, aber Lego hat euch einfach die roten noch dazugegeben. Also, obwohl ihr beide drin habt, das heißt, ihr seid offensichtlich in der Lage, die schwarzen Achsen zu verbauen. Dennoch gibt euch Lego ein paar rote. Einfach nur, damit es nicht gut aussieht. Einfach so. Ohne Grund. Es gibt keinen, weil es sind die schwarzen ja drin, die angeblich zu schwer sind für euch, um sie zu verbauen. Ja, ich verstehe den Sinn auch nicht. Es gibt keinen. Das ist die große Erklärung bei der ganzen Geschichte. Und jetzt ist das Thema, falls wirklich jemand da draußen 165 € zu viel hat, aber zu doof ist, zwei unterschiedlich große Teile voneinander zu unterscheiden, ohne dass sie eine andere Farbe haben. Das ist anscheinend, hat sich entwickelt in den letzten 10 Jahren. Vorher ging das. Falls also dem tatsächlich so sei, ist egal. Also, wurscht. Ich nehme das hin, dass das so ist auf der Welt. Warum legt Lego dann nicht einen Beutel bei mit schwarzen Teilen? Einfach so. Für die, die in Eimer Wasser umtreten können, dass die das dann schön haben für das extreme Geld, für das winzige Ding. Einfach ein Säckchen mit den, was weiß ich, was sind das? 70 Teile, 80 Teile, Technikelemente, die kosten nicht 1 Cent das Stück. Das wäre nicht mal ein Euro Investition für Lego. Und dann könnten diejenigen, die es nicht können, mit den bunten Sachen bauen. Oder die auch nicht lernen wollen. Oder die einfach keine Ahnung, was, warum auch immer man so ist. Und die sagen, oh cool, ich gebe wahnsinnig viel Geld gerade aus. Ich hätte auch gern, dass das Ding gut aussieht. Bekommen ein Set, was gut aussieht. Ich
fände das kundenfreundlich und ich fände das hoch angemessen für den extremen Preis. Aber gut, so viel dazu. Also deswegen wundert euch nicht, warum meiner so gut aussieht. Das liegt an meiner eigenen Motivation und an dem Invest, vor allem an Zeit, was ich eingegangen bin, um die richtigen Teile zu besorgen. Was es auch gibt, was ich aber nicht getauscht habe, grober Fehler meinerseits, ist der hier. In Orange. Den gibt es in über 100 Sets in Dunkelgrau. Aktuelle Sets bei Lego. Keine Ahnung, warum der hier in Orange dabei ist. Das Teil gibt es auch nicht in einer anderen Farbe noch mal im Set. Das heißt, es hätte auch keine Verwirrung gegeben. Den gibt es zweimal. Einmal hier vorne und einmal da hinten. Da drin, seht ihr ihn? Das ist sehr, sehr traurig. Dazu gibt es hier in Lime diese Platte, die man sieht. Die habe ich auch nicht getauscht, weil ich dachte, die ist bestimmt im Inneren. Die wird man später nicht sehen. Ich bin aber auch ein naives Ding, oder? Ich falle auf alles rein. Ach Gott, mit großen Augen aus dem Bus von Kansas ausgestiegen in New York. Natürlich findet... Egal. Also, dann gibt es hier diesen Axtstopper in Rot. Es gibt hier hinten in Gelb. Also da drin ist noch ein blauer Axtpin und dann gibt es hier in Gelb an der Seite die Technikelemente, warum auch immer. Und natürlich dann noch von unten. Also ihr könnt noch in die Tiefe gehen mit dem Austauschen, wenn ihr möchtet, das ist kein Problem. Ebenso gibt es hier diese roten. Das sind halbe Pins. Das sind so Stopperrote. Die sind überall verbaut in dem Set, wo hier an der Seite irgendetwas verplankt ist, weil es ein Technikset ist, an das dann seitlich Plates angesetzt worden sind, oder Wedge Plates in dem Fall. Die sind überall verbaut. Die gibt es auch in Dark Blue Grey. Könnt ihr auch benutzen. Also, es ist super schade. Aber so, wenn man jetzt so sieht man jetzt gerade keine Farbe. Es ist doch eine ganz andere Welt gleich. Und noch viel spannender wird es, warte mal, wir messen das Ding mal kurz aus. Dann gehen wir mal an den Rest ran. Also das auf jeden Fall dringend empfohlen zur Verbesserung. Und macht es gleich beim Bau, dann ärgert ihr euch nicht. Wir haben eine Länge von 59 cm. Und so quasi Transportgröße sind 15 auf 16. Vielleicht 17, je nachdem wie das hier so rumwackelt. Jetzt gibt es natürlich aber eine Sache, die ihr machen könnt. Ihr könnt hier oben an diesem Mechanismus drehen. Jetzt habe ich hier den Kollegen umgeworfen. Und dann klappen die Flügel auf. Und dadurch bekommt das Ding eine ordentliche Spannweite von etwa 80 cm. Und dann auch eine Höhe von 25, falls ihr ihn also so aufstellen wollt. Aber nur mal, falls ihr das seht. Das Ding besteht wirklich nur aus diesem dünnen Körper hier und dann kommt hier hinten dieser Libellenschwanz noch dran. Es ist ein wirklich kleines Modell. Es sind auch nur 1300 Teile und die meisten davon kleine Technikelemente. Das sind neue Flügel, die werden wir mit Sicherheit jetzt in ganz vielen Varianten sehen. Weil so Helikoptergeschichten kann man immer gebrauchen. Das sind doch, ist auch achtmal die gleiche Konstruktion. Logischerweise habt ihr eine sehr hohe Wiederholung, wenn ihr das zusammenbaut, diesen Technik-Kernbereich. Logischerweise müsst ihr alles achtmal bauen. Das ist aber auch nicht zu ändern. Das ist auch keine Kritik, ist einfach nur, muss man es hinnehmen. Und danach habt ihr noch zwei nette Sachen. Das eine ist witzig, weil das ist ja ein Flattervieh und das muss flattern. Das sieht jetzt nach einer wilden Bewegung aus. Es ist eigentlich nur das hier, was sich wirklich bewegt hier vorne. Die hier hinten, das merkt ihr, haben relativ geringe Bewegung. Läuft auch alles über Schwerkraft. Also wenn ihr hier so arbeitet, ist gar nichts mehr los. Ja? Da passiert gar nichts mehr. Also es muss so rum funktionieren. Ich habe irgendwas abgerupft. Also das war hier hinten diese Abdeckung. Aber das ist eine nette Funktion. Die schockt mich aber nicht so sehr wie der Klappmechanismus, den finde ich cooler, mit einer schwarzen einem schwarzen Federelement gelöst. Das kennt ihr aus dem GT zum Beispiel, da war das ja auch schon drin. Das passt. Und wenn man hier hinten drauf drückt, startet die Flatterfunktion, wenn es aufgeklappt ist. Ist okay, also wie gesagt, das Klappen macht mir mehr Freude, muss ich sagen, weil es ein schöner Prozess ist. Es geht gut, ich kann ihn auch anhalten überall, das schnalzt nicht rein, sondern ich kann es genau stoppen, ich kann es genau regeln, ich kann auch wieder zurückgehen, wenn ich möchte. Ich kann es wirklich sehr, sehr elegant lösen und das klappt auch gut und die werden am Ende auch so schön zusammengefaltet und bleiben auch so. Also die haben auch einen Widerstand, dass sie wieder zurück wollen. Das mag ich. Und
wenn sie aufgeklappt sind, sind sie auch ziemlich stabil, weil ihr hört es vielleicht. Da gibt es immer so einen Widerstand, da rastet es ein und dann bleiben die auch so. Sowas gefällt mir. Das macht ihr ein einziges Mal und das war's. Also, gegessen. Und dann habt ihr noch hier diese Cones auf beiden Seiten. An den könnt ihr drehen. Wenn ihr das macht, müsst ihr weiter hinten nehmen, wenn ihr das macht, dreht ihr das Fahrwerk rein. Und natürlich die kleine Treppe hier hinten. Ja? Und das ist ein schöner Mechanismus, bis auf die Farbseuche. Und denkt auch dran, bei der Farbseuche, die ihr seht, da ist schon alles abgezogen, was ich ausgewechselt habe. Das war viel, viel schlimmer. Und das ist ein schöner, schöner Mechanismus. Der macht Spaß. Ich habe mich dann nochmal vergewissert, das ist korrekt, dass das direkt miteinander verbunden ist. Also die Klappe wird nicht geschlossen, dann hebt das Vieh ab und dann geht's Fahrwerk rein. Das passiert wirklich exakt so wie hier gezeigt. Das ist sehr schön gemacht und hier klappt der hoch. Ja? Gleichzeitig, wenn er abgehoben, abhebt und dann ab dafür. Hier drin seht ihr noch mehr beklopptes Zeug in falschen Farben. Das könnt ihr natürlich auch austauschen. Das ist ein neues Element, das ist jetzt bei Technik noch nicht vorgekommen und jetzt auch hier erstmal in einem Massenmodell dabei. Das sind diese weißen Konnektoren, kennt ihr, das sind die Standardkonnektoren, kommen in tausenden Sets vor. Und oben drüber ist ein weißer Konnektor, kommt auch in zehntausenden Sets vor. Und das ist jetzt ein Element. Der weiße Konnektor hier, der runde Konnektor oben drüber und der weiße Konnektor auf der anderen Seite. Das ist ein Element, durch das man keine Achse durchstecken kann. Es sind einfach drei Elemente von Lego aneinander gebappt. Wahrscheinlich, um ein neues Design eintragen zu können. Auf jeden Fall ist das ein absoluter Schwachsinn. Nehmt einfach die in dunkelgrau oder in schwarz oder wie ihr wollt. Baut es euch einfach zusammen und nutzt das. Kein Problem. Ihr könnt eine Stoppachse reinmachen, damit es sich nicht so leicht auseinanderzieht und passt. Ein Schabernack, das in weiß hier reinzusetzen, mit einem blauen Pin auch noch durch. Also kann es mieser aussehen. Jetzt mal ohne Faxen. Kann es noch mieser aussehen als das? Ich weiß wirklich nicht. Und also absolut unverständlich an der Position. So, also das haben wir. Das funktioniert gut. Damit bin ich happy und ich mag weiterhin diesen Klappmechanismus. Hier ist der Print, nochmal kurz erwähnt. Direkt neben diesem schönen orangenen Element. Also wirklich katastrophal. So, und jetzt, wenn es eingeklappt ist, schwierig hier ranzukommen. So, dann machen wir mal so, damit er mal ein bisschen besser zu greifen ist. Jetzt haben wir hier vorne diese beiden Elemente, die sind separat verpackt. Leider ist meins verkratzt angekommen. Das ist sehr bitter für ein Vitrinenmodell. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Im Livestream konnte ich es sehr, sehr gut zeigen. Hier seht ihr die Kratzer auf der Scheibe. Es ist halt sehr, sehr schade bei so einem teuren Ding, dass das so passiert. Aber was soll man machen? Das Element ist ein neuer Mold. Hier oben ist auch die Scheibe drin für den 60596er Rahmen. Das kennt ihr auch. Und das hier kann man an der Seite hochklappen und da habt ihr drin das Cockpit, da ist aber nichts los. Ihr könnt aber die beiden Sitze rausnehmen. Ja, Fokus lassen wir, oder? Kamera, gell? Fokus lassen wir. Ja, wäre doch völlig überbewertet, so ein Fokus. So, da seht ihr das Cockpit und ich kann es natürlich auf meiner Seite auch aufklappen. Und hier, das hier kann man rausnehmen. Das Abnehmbare heißt einfach, dass sie drunter lustige Farben gesetzt haben. Und weniger Noppen. Aber ihr müsst es abnehmen, damit ihr da Figuren einsetzen könnt, um das danach dann wieder hier drin zu befestigen. Ja, so. Passt schon. Was ich gerne hätte, auf jeden Fall wäre hier oben diese Oberfläche, dass da sind die Übergänge nicht vorhanden. Auch dass das hier abfällt, die Kanten, das wäre schöner gewesen, wenn das hier wirklich sauber hochgelaufen wäre. Auf jeden Fall. Was mich aber mehr stört eigentlich, weil das hier, wenn man den so hinstellt, sieht es schon ganz gut aus. Es ist immer noch hier Lego, passt schon. Was mich aber stört, sind hier die Seiten. Dass der Bereich von hier bis hier, der stört mich, wenn ich es zur Vorlage mir anschaue. Und vor allem achtet mal jetzt auf den Bereich von hier bis nach da vorne, wenn ich das aufklappe. Da kommt nichts hin. Ja? Weil hier der Bereich, der hier. Ich gucke meinen Kontrollmonitor. Hier von hier an bis hier hinten. Da ist nichts. Der muss nicht frei bleiben für die Bewegung der Mechanik. Der ist weggespart. Hätte man abdecken können. Ohne Probleme. Guckt euch die Bewegung an. Da passiert gar nichts an der Stelle. Das finde ich unglücklich einfach. Weil eigentlich finde ich die Idee, einen Technikkern zu bauen und Plates drumherum zu setzen, ist eine gute. Fliesen dazu, hier ein paar Wedges und so. Alles bin ich total dabei. Alles gut.
Aber ich verstehe nicht, warum sie das hier in dem Mittelteil gelassen haben. Völlig, völlig grundlos. Das hätte ich cool gefunden. Achso, es gibt übrigens keinen Innenraum hier oder so, ja? Da ist nichts. Da ist nichts. Also nur, ich habe es, glaube ich, nicht gezeigt. Da ist nichts. Da sind nur diese beiden komischen weißen neuen Teile. Das war's. Ja. Also, wenn ihr 165 Euro. Also, wenn ihr 100 Euro für das Ding gezahlt habt oder eher drunter 90 oder sowas, die Ecke. Und ihr dann happy damit seid und ihr euch für mit Versand 5 bis 10 Euro die Ersatzteile besorgt, die ihr braucht, um das Ding erträglich zu gestalten. Wenn ihr das dann noch investieren wollt und die Zeit dafür und so weiter und euch kümmert und das dann austauscht und er dann hier so steht und euch das gefällt und ihr mit den Seiten auch happy seid und hier vorne der Cockpit-Geschichte, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, die Figuren machen es nicht, weil die, glaube ich, nicht genug knallen dafür. Was das angeht, also hol sie nochmal ins Bild rein. Ich glaube, die knallen nicht wirklich dafür. Also was ich wirklich schön finde, also wir haben erstmal mehr von diesen neuen Schwarzscheiben, dieses Rauchglaszeug, das ist super. Das kann man in allen Ecken gebrauchen. Wir haben die großen Flatterflügel, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Die finden wir auch dann auch irgendwo bei Ninjago und so. Das ist keine Schwierigkeit. Fahrwerk cool, Klappding cool. Zum Ausschlachten wahrscheinlich zu teuer. Ja. Also der Hype um das Set, glaube ich, der ist hauptsächlich durch den Film getrieben natürlich. Das Set jetzt an sich ist, würde ich mal sagen, konstruktiv solide, unterm Strich. 2, 3 Highlights und dann viel Wiederholung, das passt. Wie gesagt, der Markt muss es regeln mit dem Preis. Und die Farbpest bei Lego nimmt wirklich eine absurde Überhand. Und da sind wir weit entfernt von dem, ach, ich habe gute Laune, wenn ich was Buntes baue im Inneren von irgendwas. Sondern hier geht es wirklich um die Außenerscheinung, die das ganze Set versaut. Gibt es keine Entschuldigung, gibt es auch keine sinnvolle Erklärung, das ist einfach Mist. So ist es. Aber das Set, ich guck mal, ich werde mir 2, 3 in den Laden holen und schauen. Auch wenn ich euch definitiv keinen vernünftigen Preis dafür anbieten kann. Aber es ist dann auf jeden Fall da. Soweit ist es das. Richtig. Wie gesagt, denkt dran, dass hier außen dran, wirklich versucht es zu umgehen. Es hilft doch niemandem. Und so ist es auf jeden Fall viel besser. Garantiert und versprochen. Guckt bei Bluebricks in den Partpacks. Ich werde euch unten ein paar verlinken. Ansonsten geht einfach in die Teileliste rein und ihr könnt mit den Teilenummern suchen. Und dann kommt ihr, vor allem mit den Designnummern, nicht unbedingt mit den Teilenummern, mit den Designnummern, und dann kommt ihr auf die richtigen Alternativen und könnt euch schöne Sachen besorgen. Weil das habt ihr nicht verdient, dass das halt so gruselig aussieht. Ihr seid doch nicht doof. Ihr könnt doch mit Schwarz und Grau bauen. Meine Herren, was hier los ist heute. Gut, also habt eine großartige Zeit. Nette Leute um euch und bis bald.